Der Advent war schon immer eine gute Zeit dafür, sich zu Hause einzukuscheln und Geschichten zu lesen oder sich vorlesen zu lassen. Da wir leider Corona-bedingt noch immer nicht unseren schönen Treffpunkt Vielfalt offiziell öffnen können, wir aber schon gern generationsübergreifend Angebote machen und Vielfalt leben möchten, kam uns der Gedanke, nicht allein mit der Jugendarbeit online zu gehen, sondern für alle digitale Angebote zu machen. Auf unserem YouTube-Kanal Chill Oppenau haben wir uns mit der Reihe Chill-Rezepte und den Tutorials bereits an alle Altersgruppen gewandt. Und nun möchten wir digital eine Art Adventskalender anbieten. An jedem Adventssonntag posten wir einen Teil einer Weihnachtsgeschichte. Es gibt 4 Vorleser. Für jeden Sonntag einen. Und diese 4 stehen für unsere Vielfalt. Die Geschichte beginnt mit unserem Jugendbeiratssprecher Daniel Birk. Am zweiten Adventssonntag liest unsere Vorsitzende vom Seniorenrat Brunhilde Rauscher. Danach die für uns zuständige Integrationsmanagerin Janine Schuttenberg. Vollendet und zu Ende gebracht wird die Geschichte am letzten Adventssonntag dann von mir. Und wer dann Lust hat, die gesamte Geschichte nochmal an einem Stück zu hören, darf dann gerne am 24. am Heiligabend auf unserem Kanal schauen, wann denn dann die Geschichte online geht. Wir hoffen, dass alle viel Freude an unserem Adventskalender in 4 Teilen haben und wünschen schon jetzt allen eine angenehme, gesunde und schöne Adventszeit.